So, am Safe Point und direkt noch in einer neuen Aufnahme. Ich glaube, diesmal stelle ich mich aber nicht vor. Was soll denn der Geiz? Die Stelle, die wir jetzt besuchen, wenn es extrem schlimm, habe ich ja schon mal angedeutet. Ich habe übrigens auch direkt mal auf Hardcore gestellt wieder, also noch bevor ihr hingekommen seid. In zwei Knoten, vielleicht verwerte ich den einen lieber dann doch nochmal schnell. Wir sind wie immer, also wie ab jetzt immer unter Full HD Niveau. Der Schaden hier ist noch lange nicht voll. Die Strahlen können nur noch einen Schadenspunkt mehr. Stasi-Niveau leckern mich mal am Arsch. An der Gesäßöffnung. Ja, das war der verschwendendste Energieknoten meines ganzen Lebens, würde ich sagen. Wir müssen aber hier bald mal voll zu Potte kommen. Also packen wir den dahin. So. Wer ist sich noch ganz sicher, dass das jetzt die übelsten Fails werden, als auch schon die Aufnahme, weil ich bin so schlecht gelaunt gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe so eine scheiß Laune. Ja, den Aufzug haben wir ja schon repariert letzte Folge und ich mache jetzt hier mal ganz kurz einen Schnitt. So, da bin ich wieder da, damit ich diese ganze Einleitung nicht nochmal machen muss. Das mache ich recht gern, ich bin ja faul. Hier haben wir nochmal einen wundervollen Blick auf den Planeten, unser lieber Isaac. Und dann wollen wir doch mal den Aufzug anschmeißen, der uns in unbekannte Gefilde bringen wird. Bei noch hoher Framerate, bis diese Teile hier kommen. Ich spüre es auch mit Headset, das ist immer scary. Sehr, sehr schlimm. Fuck, ist das eng. Ey, fuck, das macht mir so Angst hier. Ich fühle mich gerade wie so ein Ghost. Ja, wie nennt man sie? Who you gonna call? Ghostbusters! Oh, fuck you. Sag mir nicht, dass es das schon war. Und ja, guck mal, wie viel Luft wir noch haben. Oh, ihr glaubt... Boah, Leute, wir haben es gepackt. Wir sind da. Wir sind an unserem Ziel. Und wir haben sogar noch Munition. Das glaubt uns kein Schwein. Ja, und die Dinger haben wir auch. Warte, war das nicht geplant. Sitze Chinese und Kanister zu bewegen und wegzuschleudern. Ja, ja, ist ja kein Ding, wenn das nur was bringen würde, ne? Oh, ey, das ist eigentlich die schlimmste Stelle. Nee, das behalte ich mal lieber. Hier, du kommst mal und dann... Padding in Fraser.
Was wollen wir hier überhaupt? Den Strom anstellen, um unser geliebten Ellie zu helfen. Eigentlich sind wir recht selbstlos. Ui, der ist aber hochgegangen. Ah! Boah, ich dachte, der geht hoch. Schemata für die Energiekanone aus 700 Credits. Geschenkt werden wir hier quasi. Alles gerade, alles meint, alles meint. So, wieder unsere wieder Schränkchen öffnen, um uns das wichtigen Lebensutensil zu überleben, wichtigen Utensilien abzuholen. Nein, oder? Och, das darf doch nicht wahr sein. Ey, das habt ihr aber gesehen. Das werden wir, hier werden wir im nächsten Part weitermachen. Tschüss.